Moinsen, herzlich willkommen zurück zu Worm 2 Total War Imperator Edition. Yay. Und zwar die Imperator Augustus Kampagne mit dem epischen, tollen, riesigen und wundervoll grünen Armenien und dem hässlichen, blauen, winzigen, schlechten Octavian? Pompeius. Ja, Octavian ist bestimmt... Nein, was soll das? Ah. Scheiße, ich... Gott, ich was ist jetzt los? Was ist los? Ich bin aus Versehen auf meine Maus gekommen und habe jetzt meine Armee an die Grenze zu den Parthern bewegt, obwohl ich sie eigentlich in der Stadt lassen wollte. Ich wollte einfach nur die Runde beenden. Aha. Was machst du denn da wieder? Krieg die Krise, Hirsch. Warum machst du denn sowas? So, jetzt gucken wir mal ganz kurz bei Palmyra nach, ob Octavian das schon eingenommen hat. Nein, er will die Stadt wirklich aushungern. Ach so. Ah, oder Palmyra wagt den Gegenangriff. Mann, wir wissen es nicht, Da ist ja was los, da. Wir sind gespannt. Ja. Ich habe da gerade eine Fraktion gesehen, die irgendwie zwei kleine Legionäre als Bild hatte. Hast du die auch gesehen? Nö. Müssen wir nachher nochmal gucken, wie bei der Gruppe. Müssen wir mal drauf achten, ja. Mission erfolgreich, ja. Hey, was für eine Mission war das nochmal? Wirtschaft erforschen. Yay, geil. Und wieder Ludi Romani. Aber das kennt man ja schon den Text eigentlich. Ja, die Luda Roms. Ja, wahrscheinlich. Ja. So, ich bringe jetzt erstmal meine Flotte wieder nach Süden, damit wir hier unsere Seegefechte hier gegen Octavian schlagen können. Das wird lustig. Mhm. So. Also, hast du dich jetzt entschieden, wen du angreifen möchtest? Ja, ich werde Octavian angreifen. Okay. Einfach, weil Italien jetzt aufgrund des Krieges zwischen Octavian und Lepidus leer sein wird. Noch leerer, als es ohnehin schon ist. Und die jetzt ja genug in Spanien zu tun haben. Und, ja, ich glaube, du sagtest es mir vorhin, dass die beiden, also Octavian und Marc Anton, nicht mehr verbündet sind. Das spielt mir dann natürlich auch noch in die Karten. Ja, wundervoll ist es gerade, dass ich mich nur mit einem anlegen muss. Läuft. Ja, perfekt. Was will man mehr? Was will man mehr, ne? Ja, genau. Ich will Rom, ja, verdammt. Das ist, ja, glaube ich dir. So, was ist mit meinem Spion? Ist denn deaktiviert? Wann habe ich den denn deaktiviert? Oder habe ich den gar nicht aktiviert? Alter. Ich werde alt. Hast du keine mail aktiviert, Abwehrkräfte aktiviert? Nee. Oh mein Gott. Kann das nur passieren? Ja, wir wissen, wie viel Geld die Pater haben, dass sie sich die ganze Zeit die neue Fullstacks zusammenschmeißen können. Das ist eine gute Frage, ne? Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. So, wir bringen jetzt nochmal die zweite Armee auch nochmal ran. Wir sind jetzt auch hier schon wieder im Minus, sehe ich jetzt gerade. Weil wir jetzt die andere Flotte auch noch nach Süden gebracht haben und wir sehr viele Truppen haben. Zu viele Truppen. Too much. Wir brauchen Italien. Haben wir ja bald. Achso, dann werden wir jetzt nochmal den... was machen wir nochmal? Waffenbeherrschung, taktische Drills. Da gehen wir mal rauf. Ja. Dann hat die Forschung erstmal genug zu tun. Und ja, ansonsten können wir eigentlich gar nichts weiter machen. In der nächsten Runde können wir dann vielleicht Cosenza einnehmen. Ist blöd, dass es nicht ganz reicht von der Reichweite irgendwie. Meine Armee steht ein Tick zu weit weg. Das ist wirklich schade. Naja, müssen wir dann in der nächsten Runde mal sehen. Gut, du bist dran. Yay, ich bin dran. Cool. Ja. Forschung abgeschlossen, bewaffnete Begleiter. Oh mein Gott. So much money. Ah, oh, Mission fehlgeschlagen. Nein, was hast du denn für eine Mission? Eine Stadt von den Parthern einnehmen, die mitten in ihrem Hauptgebiet liegt. Mhm. Unter der Hand belangt Allgekanntheit. Oh, ich hasse diese Sachen. Ja, das mag ich auch nicht. Manchmal sind es aber positive, ne? Aber ist gut. Kursieren Gerüchte, dass eine begünstigte Kubine versucht, ihren Sohn auf den Thron zu setzen. Die Nachricht, die dieser Träger erreichte uns durch andere Kubinen. Hm. Töten. Bestrafen, alle. Töten, nichts unternehmen. Bestrafen wir sie. Entscheidet mal. Jetzt. Hauen wir ihr mal den Popo. Stimmt ab. So. Wäre merkwürdig, wenn man jetzt eine Abstimmung machen würde. Würde das mit Verzögerung erst bei denen ankommen und dann... Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wir werden jetzt erstmal hier eine Beförderung für unsere beiden Familienmitglieder sichern. Mach das mal. Das erhöht nämlich schon mal unser Einkommen, weil wir ja nämlich den Unterhalt senken. Mhm. Und vielleicht hast du bald einen Bürgerkrieg. Das wäre doch passend jetzt. Das wäre ja auch perfekt. Wäre super. Bürgerkrieg. Sehr schön, nee, ich habe jetzt meinen Einfluss auf knapp 50% gesteigert. Der Bürgerkrieg kommt ja meistens erst so bei, was weiß ich, 500, 1000%. Ich hatte den aber auch schon mal bei 50. Echt? Mit Octavian, glaube ich. Mm. Das war ein bisschen blöd, ja. So, gehen wir auf den Steuersatz, den erforschen wir jetzt mal. Obwohl, also, dann wir erforschen jetzt Steuern haben zu können. Nee, mit Makedonien war das, genau. Da war das auch 50.
Ganz merkwürdig, das Mensch, wann hast du denn Makedonien mal gespielt? Na, ich weiß ja auch nicht. So. Okay, wir wollen versuchen, diesen feindlichen Agenten hier zu überzeugen, auf unsere Seite zu wechseln. Das wird allerdings natürlich ein bisschen schwierig. Und hier bauen wir auf jeden Fall einen Tagebau. Ja, auf jeden Fall. Kohle. Also wir brauchen die Kohle. Also, ja, Kohle. Kohle. Da gibt's Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Da drinne? Kohle, Kohle, Kohle. Krass. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Kohle. So, dann mach mal Krieg, ne? Los jetzt. Offensive, finden, ja. Scheinangriffe. Klar. So, wir können jetzt erstmal uns angucken, wie Antonius wahrscheinlich gleich Palmyra einnimmt, wenn die Kamera sich bewegt. Wow. Kamera. Oder auch nicht. Swing. Nein, er hat es natürlich nicht eingenommen. Oh. Er hungert sie wirklich aus bis zur geht nicht mehr. Och, herrje. Scheiße auf die Pater, die im Osten gerade deine Vasallen plätten, ne? Arschgeige. Ja, ich glaube, das ist ihm relativ egal. Merk schon. So. Jetzt ist diese Flotte von Octavian viel zu weit weggefahren. Mann, oh. So, bist du dran? Oh, ja, wir machen fast 1000 Einkommen pro Runde mittlerweile. Oh, ist das herrlich. Ist ja krass. Oh, die Scharakene kommen schon wieder. Also ich könnte die angreifen, aber diese Flotte sieht etwas größer aus als meine. Ich habe zwar eine Onaga auf dem Schiff, aber ich weiß ja nicht, was der hat, ne? Wie ist das, wenn ich jetzt mit doppelter Geschwindigkeit ranfahre und meine andere Armee angreift? Ist denn die, die in der schnellen Ruderposition ist, auch in der Schlacht beteiligt? Das weiß ich nicht. Die. Ich glaube, die könnte reingezogen werden, oder? Je nach Reichweite? Ja, dürfte reingezogen werden können. Also wenn ich jetzt ganz nah ranfahre, dann, ja. Wir probieren das einfach mal. Probieren wenn nicht, dann wird das ein sehr kurzes Seegefecht nachher. Sehr, sehr kurz. Hier unten dümpelt noch ein kleines Schiff rum. Okay, ein Schiff. Aber die werden sich wahrscheinlich zurückziehen, das musst du bedenken, ne? Stimmt, das kommt auch noch hinzu. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie weit er sich zurückzieht, ne? Sehr weit. Ja. Also kannst du ja eigentlich sicher sein, dass er sich zurückziehen wird. Ja, aber dann habe ich ihn wenigstens vertrieben. Ja, wenigstens etwas. Irgendwas muss ich doch mit der Flotte machen. Das muss doch da laufen, Mensch. So, können wir nach Consentia? Ja, können wir doch, ne? Also laut Anzeige sagt, ja, das geht. Dann erklären wir mal den Krieg, ne? Ja. Haben wir das auch mal. Kommt und sprecht. Nice. Kommt und sprecht. Das Volk wird sich das, was ich höre, durch den Kopf gehen lassen. Ja, bla. Durch den Kopf gehen lassen. Krieg. Ah, das lassen wir uns jetzt erstmal durch den Kopf gehen, dass uns der Typ den Krieg erklärt hat. So, jetzt bin ich in dem Krieg mit den Belgiern, den Galliern und den Helvetiern. Super. Na, super. Läuft. Das sind auch die einzigen Feinde momentan, die dir irgendwie Sorgen machen sollten. Also der Rest ist komplett unwichtig, mit dem du da gerade so im Krieg bist. Natürlich. Da ist ja keiner. Da ist ja niemand. Gar nicht. Nee. Niemand ist da. Alter. So, jetzt greifen wir noch die Flotte an. Die kämpft. Ist ja süß. Nein, ernsthaft. Ja, die bleiben da sogar stehen. Was gerade ganz interessant ist, ich kann sogar den Kriegsfortschritt von Lepidus beobachten, weil ich ja weiß, dass er existiert und ich kann einfach auf seine eigentlichen Provinzen da so meine Kamera halten. Ach so. Ich weiß gerade nicht, ob ich die Seeschlacht mal zeigen soll. Ich meine, hatten wir jetzt noch gar nicht, ne? Machen wir aber, wenn das sie ausgeglichen ist. Das Problem ist, ich bin sehr schlecht in Seeschlacht. Ist sie ausgeglichen? Nein, die ist nicht ausgeglichen. Ist sie ausgeglichen? Nein. Ah, komm, die ist ausgeglichen. Die ist überhaupt nicht ausgeglichen. Zeig mal, wie ausgeglichen die ist. Okay. Oh, ja. Die ist ausgeglichen. Die ist nicht ausgeglichen. Die ist ausgeglichen. Überhaupt nicht. Die ist ausgeglichen. Weil ich sehe das kommen, wenn du die übernimmst, dann versinkst du als erstes meine Onaga-Schiffe. Ich versink denn mit der Flotte, die sie mir hier gerade zur Verfügung stellen, kann ich deine gesamte Flotte ohne Verluste versenken. Ja, sehe ich wahrscheinlich auch kommen. Nein, das wäre gar nicht nett. Gar nicht nett wäre das. Ach komm, die ist ausgeglichen. Nein, die ist nicht ausgeglichen. Die ist ausgeglichen, total ausgeglichen, ausgeglichen, ausgeglichen. Ich hätte eben eine Wahrscheinlichkeit von 86% auf einer defensiven Stellung. Ja? Mhm. Ja, doch, doch, doch. Ja, ich glaub schon. Ja, schaffen. Ja. Also das ist definitiv ausgeglichen. Ja, jetzt ist zu spät. Ja. Oh, ich habe doch auf Übernehmen geklickt. Und du hast auf Zusehen geklickt. Nein, ich habe auf Übernehmen geklickt. Nee, Zusehen. Das wurde dir nur falsch angezeigt. Ach so. Hast du das Spiel gehackt, ne? Ja, hast genau. Du wieder das Spiel gehackt. Ich bin doch bei dir eingebrochen heute Nacht und hab dafür gesorgt, dass du das hier falsch Start, der Text vertauscht ist. Natürlich. Ey, unsere erste Seeschlacht. Yay! Oh, ist das schön. Ich liebe Seeschlachten. Ich nicht. Seeschlachten sind spaßig. Da kann ich so richtig schön die Sau rauslassen. Mhm. Hast du wenigstens ein schönes Flaggschiff? Nein, natürlich ist es so ein hässliches Langschiff. Ein hässliches Schlachtschiff, ja. Flaggschiff.
Das ist ja hässlich, ey. Es ist nicht hässlich. Ey, ich habe in Makedonien ein richtig tolles Flaggschiff gehabt. Ich auch. Die haben tolle Schiffe, die Makedonen. Ja, mit diesen, dieser Bugfigur. Richtig geil. Oh. Ja. Das ist wirklich herrlich, ja. Machst du, bleibst du da stehen? Ach, so war das auf deine Unterstützung. Ja, da kommen noch ein paar Schiffe, die möchte ich eigentlich auch gerne in der Schlacht dabei haben. Ja, mit den Schiffen, die du jetzt hast, hättest du die Schlacht auch gewinnen können. Ja, ich meine, der Ruf von meinen ist ja eh stärker, ne, als der vom Gegner. Beziehungsweise musst du eigentlich nur ein bisschen näher ran. Kommt er schon? Ich guck gerade mal, ob er eigentlich auf dich zukommt. Die, die Reichweite kommt schon bald hin. Also, ne, er bewegt sich gar nicht. Nee, nee. Du segelst einfach ein bisschen ran, bis er in Reichweite ist und dann beschießt du ihn. Und wenn er dir zu nahe kommt, dann... Aber mein Plan sieht eigentlich jetzt nur vor, dass ich ihn in die Zange nehme, ne? Also von der Flanke auch nochmal halt eben mit meinen anderen Unnagern-Schiffern. Ja, genau, das ist die richtige Taktik. Und von links kommen dann nochmal so ein paar kleine, was sind das, Birem oder was sind das? Genau. Ja, diese Trimion. Ja, diese Mini... Himiolia. Himiolia. Ja. Genau, na, das machst du, wenn er dann versucht, deine Hauptflotte zu rammen und dann rammst du ihn in die Seite mit deinen Überfall-Fuzzis da. Genau. Ist eigentlich kein Problem, also so eine Seeschlacht. Die ist lustig, so eine Seeschlacht, die ist schön. Da kann man viele Schiffe auf den Meeresboden sehen. Ja. Genau. Wahrscheinlich. Ah, jetzt kommt er an. Und deine Schiffe stehen ein bisschen blöd. Ja, die stehen nicht so ganz, die können die nicht so ganz angreifen. Meinst du? Ja, guck mal, die reden doch mal. Hätte ich gar nicht gedacht, was du nicht sagst. Wie blöd stellst du dir deine Schiffe hin, Junge. Die stehen wunderbar. Oh, wunderbar, was machst du denn da? Die stehen ja alle... Oh Gott, die KI, Schiffe brauchen ein bisschen. Diese blöde Pompeius-KI ist ja schrecklich. Lass ihnen doch mal bitte seine Zeit hier. Ja, na gut. Ist doch wunderbar. Ausnahmsweise mal. Gucken wir uns mal das geile Schiff der Römer an. Also der anderen Römer, der roten Römer halt. Ja, ja, ja. Der roten Römer. Finde ich. Die haben auch Schiffe? Ah, was machst du da? Ah, du ramme sie. Ramme sie, gegenrammen, 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 gegenrammen. Ja, ich weiß. Sehr fein. Und hier wirst du geentert? Ja, ich werde da überall irgendwo geentert. Ja, das ist schrecklich. Ja. Ja, ich habe mich jetzt gerade eher auf die rechte Seite nochmal konzentriert. Ja, kannst du mir wirklich keine Truppen überlassen? Guck mal bitte. Klick mal irgendwie einen Truppen. Unten links ist es geschenkt, neben der Treffwelt. Achso, doch, könnte ich, ja. Könnte. Was macht denn das andere Schiff davon? Gib mir mal deinen Überfall, Himiole, da. Der linken Flanke. Gib mir mal deine leichten Schiffe, ganz leichten Schiffe. Habe ich, glaube ich. Sehr fein. Ich gebe dir das hier auch nochmal. Ja, sehr gut. Ja, natürlich hat es sich... Stand falsch. Habe ich schon ein Schiff verloren? Fisch. Zwei Schiffe hast du verloren, die beiden Überfallfutzis. Da hättest du. Achso, da, ja, gut. Ja, aber das sind halt eben Kollateralschäden. Ja, ja, hättest du mir die gegeben, hätte ich die da ausgelöscht. Hättest du gar nicht. Hättest du gar nicht. Habe ich hier noch schneller rudern? Habe ich zwei Schiffe verloren. Mhm. Übrigens, pass auf, das ist eine Schiff auf, die sind in der Mitte da. Ja. Ja. Oh, es ist süß. Guck mal, wie verlacht das ist. Jo. Aber ich würde sagen mal, das haben wir jetzt gewonnen, so ein bisschen. Ja, fast. Ja, schon. So, bringen wir nochmal mit schnellen Rudern hier nochmal ein paar ran. Und da auch nochmal. Ja, es ging, ne? Also diese paar kleinen Überfall-Tireme oder was das da sind, die gehen halt eben doch mal drauf, ne? Ja. Und das Schiff ist aber eigentlich weg. Ganz praktisch, diese Überfall-Tireme, weil die halt ziemlich schnell sind. Ja. Und damit können sie halt den Gegner schön schnell umrunden und vor diesen schweren Schiffen wegfahren und während sie wegfahren. Also, ich leg dir jetzt nicht alle meine ganzen epischen Taktiken offen, aber. Ach so, deine epischen Taktiken, sagst du. Ja, ja. Ja. Ich hab mir, also, das ist im Gegensatz zu Shogun, habe ich mir bei WoW 2 sogar mal die Seeschlacht ein bisschen angeguckt. Wow. Ja, die machen schon Spaß, wenn man es raus hat. Ja, doch, sie gehen auch. Ich meine, es ging jetzt ja auch die Schlacht. Die war jetzt ja keine Totalkatastrophe. Ich habe jetzt nur diese blöden Tiremen da halt eben an der linken Flanke verloren. Naja. Ja, und das Schönste ist ja, wenn der Gegner eine Transportflotte zu Wasser lässt. Ah, herrlich. Ja. Ich glaube außerdem, ich habe immer noch nicht diese Kamera umgestellt. Das hat er irgendwie nicht übernommen. Muss ich doch mal demnächst machen. Schade. Mit der freien Kamera. Das aber mach bloß nicht mit der Kamera. Nicht, dass wir dann schon wieder diesen blöden. Na, daran lag es ja nicht. Die war ja damals auch nicht aktiv. Ach so, na gut. Nee, ausnahmsweise mal, mein junger Freund. Ja, ja, ja. So, ich warte noch auf den Tille. Ah, jetzt. Ja, hier ist er. Moin. Hier ist er. Hallo, Hallöchen. So, wieso zieht die sich nicht zurück? Achso, die wird versenkt. Achso, wollte ich schon sagen, was ist da jetzt los? Passiert gar nichts mehr hier, oder was? Was jetzt passiert, ist es dir lieber. Hey, Palmyra ist jetzt endlich auf Antonionisisch. Hey, Antonionisisch. Sehr schön, Antonius.
So, wir töten die, wir nehmen die nicht als Sklaven, weil Sklaven steigern nur die Unzufriedenheit. Ja, genau. Sklaven sind doof. Ja, brauchen wir nicht. So, da oben ist noch so ein blöder Streiter im Weg. Den wollen wir mal versuchen loszuwerden. Ja, der Octavian, der hat einen Streit. Der sucht Streit, ja. Der sucht Streit, ja, ich merke schon. Jetzt kann ich dir nicht in dieser Runde, boah, ist doch, Spionen, ey. Ich kann auch irgendwie nix, weißt du? Ah, ja. Nix kann nie. So, dann geht's jetzt zur nächsten Schlacht. Ich würde sagen, die ist ausgeglichen. Was? Da machst du automatisch, oder? Nö. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Die wird jetzt geschlagen, ich will auch mal Schlachten schlagen. Du hast so viele Schlachten geschlagen, so unzählige Schlachten. Aber du musst die jetzt nicht nehmen, ne? Also. Du spielst die jetzt echt? Alter. Also bitte. Jetzt vernichtet er mich auch noch. Jetzt überziehen wir hier schon den Part, dann brauche ich auch mal ein bisschen Action. Ein bisschen, ja, ja. Ja, das so krass überziehen wir gar nicht. Wir sind genau bei 15 Minuten jetzt. Ja. Wenn ich mich jetzt ranhalte, dann ist diese Schlacht ganz schnell verboren. Also ganz schnell. Not on my watch, ja. Bitch. Am besten, ich stelle mich jetzt einfach mit dem Rücken zu dir auf, damit du mich ganz schnell vernichten kannst. Genau. Das ist ein Plan, ne? Die Epirus-Taktik. Ja. Das wäre doch ein super schön. Plan hier. Ne? Ja, wundervoller Plan. Ein richtiger Plan. Ey. Was ist denn? Was ist ein Problem? Du hast schon auf Gefecht starten geklickt. Ja. 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 Und? So, natürlich sehe ich nichts, was in der Ebene passiert, auch weil die Ebene ja gar nicht flach ist oder so. Nee, kann man ja nicht über den Hügel gucken. Ist ja vollkommen unmöglich. So, da kommt die Verstärkung. Ich mache jetzt hier voll die epische Taktik. Du greifst mich einfach direkt an. Niemals. Ich mache eine defensive Taktik. Eine defensive. Ja. Sag bloß. Square for the win. Ah, wenn ich jetzt Makedonien wäre, dann schön mit Pikenieren so einen kleinen Noob Square machen. Hm. Yay. Und du würdest mich einfach mit Fernkämpfern zerpflücken. So. Dann weisen wir euch nochmal der Gruppe 1 zu und dann marschieren wir hier mal vorwärts. Oh, ich muss danach mal... mit euch gucken wir erstmal da in den Wald. Obwohl, du hast gar keine Kavallerie, oder? Nee. Können wir eigentlich schenken. Ich muss danach erstmal meine Maus waschen, weil ich jetzt gerade mit Römern spiele. Ach so, ist wieder so widerwärtig alles, ne? Ja, es ist echt widerlich, ich bin verseucht. Ja. So. Dann gucken wir mal, was in dem Wald ist. Vielleicht hat er sich da ja versteckt. Wo bist du denn? Weiß ich nicht, wo bist du denn? Ich seh dich da, Kong, da, hallo! Da ist ja einer. Na, gucke an, wer ist denn da? Die Legionärskavallerie. Und dann kriegt sie noch ein paar Schüsse. Und da stirbt einer. Da war aber einer nett, da war aber einer richtig nett. Da ist einer gestorben. Ach, da hinten. Da rennt er rum, der Gegend, herrlich. Mhm. Ist der so mir blöd da in die Flanke gelaufen? Was soll das denn, weißt du? Voll die Taktik, ey. Ja, die Taktik meinte ich. Ne Kaktik? Voll die Kaktik, ey. Ey, ich könnte jetzt voll deine ersten Kohorten hier auslöschen, bevor die restliche Armee unterstützen kann. Ha. Aha, aha. Kannst mal sehen. Tatsächlich, die restliche Armee, sagst du? Ich habe eine restliche Armee. Jetzt noch? Komm mal her. Ich töte dich. Ja. Ach so. Ich hab voll die Chance mit dieser epischen Aufstellung. Diese epische Aufstellung, sagst du? Kannst du nicht mal den Rücken fallen. Beim Rücken habe ich nämlich Mob-Truppen stehen. Ach, da hast du ganz viel Mob. Ja. Ist ja Hammer, du. Wischen die das Gesicht sauber und jeder weiß, dass Römer es nicht mögen, wenn ihre Gesichter sauber sind. Sind so? Ja. Hammer. Sinn ergeben tut das voll, Sinn ergeben tun. Yay, tötet die erste Kohorte. Alles auf die... Guck mal, wie viele Leute ich mit deiner ersten Kohorte da... Alter, krieg ich die da Verluste reingewirkt. Herrlich. Ja, aber Hammer, du. So, dann greifen wir auch mal in der Flanke an und... Was hat er da denn? Ach, ich höre mich. Ist ja wirklich Mob. Ja, sag ich doch. Ah, ja, da kommt er von hinten. Die Sau. Da ist ja wirklich Mobs auch so dabei, ne? Das sind ja auch mal Mobs. Mhm. Mobs. Mobs. Ey. Ah, komm schon. Wenigstens das möchte ich jetzt noch hier schaffen. Wenigstens einmal einen schönen Hammer und Amboss Charge. Ruff da. Ey!
Was soll das? Du kannst dich doch nicht einfach. Du meinst den Gegencharge oder? Du Arsch! Du kleines Arschloch hast einfach gegengecharged. Oh. Das ist mir das aber auch gemein, ne? Putt gemacht hier. Ich glaube, ich habe doch die Cam richtig an. Witzig. Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht. Wieso fliehen meine Truppen? Das ist doch voll ausgeglichen, das Gefecht. Das verstehe ich auch nicht. Vollkommen merkwürdig, so ein Verhalten. Ja. So. Ja, das waren die Großmachtträume von Antonius. Von Antonius. Ah, ich verwechsel die Namen ständig. Das ist wirklich Augustus. Augustus, Antonius Augustus sind alle gleich. Großmachtträume sind. War das jetzt eigentlich eine Garnisonsarmee oder was war eine das? Eine Garnisonsarmee, ja. Ach, sie sind rausgekommen aus der Stadt. Aber dafür sind es aber trotzdem eine Menge Verluste eigentlich, die du da jetzt herbeigefügt hast. Also so schlecht ja nicht. Ja, meine Fernkämpfer, die haben ja da mal schön ein paar Leute gekillt. Das war ja ehrlich. Ja. Achso, da verfolge ich sogar noch irgendeinen Mob oder was das da ist. Ja, schmeißt mich hier nieder mit deinem Pilar. Ja. Ja, noch hier so ein bisschen den General da ein bisschen zerfleischen. Und dann war es das da auch schon. Ausgeglichen, so gut. Wie Sau. Vollkommen ausgeglichen, ich weiß. Welche Stadt hast du jetzt angegriffen? Süditalien da? So die Südspitze? Genau, die Südspitze Italiens oder Großgriechenlands. Ja. Du hast zwei Armeen jetzt, ne? Zwei Armeen habe ich da jetzt, genau. Den du schön so Italien hochpflügst, einmal auf beiden Seiten. Wobei diese eine Armee kann man ja kaum Armee nennen, ne? Das sind jetzt Vigilis und Leves. Das ist. Ach, die hast du mal ganz schön ausgehoben, oder? Nee, die waren ja von Anfang an da, die habe ich jetzt einfach in die zweite Armee gepackt. Okay. Und die erste Armee ist halt eben mit der. Das heißt, die zweite Armee wird ungefähr dem Standard der anderen Armeen entsprechend, die du dann wahrscheinlich triffst. Genau, ja. So, entscheidender Sieg. Ich muss aber sagen, deine Schilde sehen echt cool aus. Ja, ne? Also ich mag das auch mit dieses Blauen. Gelbe auf dem Blauen? Wow, ja. Nicht schlecht. Der verlorene Adler, ach, weil ich dich jetzt besiegt habe und du den Erfolg schon hattest, oder was? Ja, genau. Das ist ja witzig. Auch nicht schlecht. Mhm. War ja auch vollkommen ausgeglichen, ne? Also du hattest ja alle Chancen. Ja, ja, du voll die Chancen hier. Aber dass du hier ausgerechnet meine Veteranen da so dezimiert hast, das war ärgerlich. Ja, ich habe halt Fokus-Feuer gemacht. Ja, habe ich voll gemerkt, du. Oder das war der Amboss, ne? Ich glaube, das war. Oder das war der könnte Amboss, die Links gewesen sein. Ja, stimmt. Die kämpfte halt eben ja gegen zwei Legionäre. Aber du bist ja mit dem blöden Gegenchart. Hätte ich nichts gesagt, hättest du wahrscheinlich nicht gekriegt. Na, ich hatte eigentlich einen guten Überblick über die Schlacht. Das ging eigentlich. Mit der Cam ist das schon angenehm so. Na, dafür haben sie aber eigentlich die Tabulator-Taste, also halt diese taktische Karte gemacht. Die hilft mir nur irgendwie so kaum. Ja, ich mag aber sie geht, aber sie ist schön gemacht eigentlich, finde ich. Ich finde es schön, aus dieser Kameraperspektive, die ich durch deine Schlacht habe, kann ich so ganz, ganz in der Ferne so meine Armee sehen. Ganz in weiter Ferne. Aber richtig weiter Ferne, ja. Ah, herrlich. So, wie machen wir denn mal Pompeius? Den machen wir mal als Stratege, machen wir ihn mal hier. Kann er mal ein bisschen Stratege sein. So, dann sind wir eigentlich hier soweit fertig. Ich kann die Armenier eigentlich gar nicht mehr bewegen. Nö, geht nicht. Mhm. Oder kann ich hier noch mit Gewaltmarsch noch einen Tick weiter vorrücken? Nee. Schade, nur mit der einen höchstens. Aber das bringt mir auch nichts, weil die eigentlich so schwach ist, dass ich da nichts mit reißen kann. Also bist du dann, ja. Oder wir beenden hier. Nein, den Part, wir beenden einfach erstmal, genau. Ah, ich einfach die Armee habe ich gesehen von Pontus. Okay. Supi. Ja, gut. Dann. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.